Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von Mobile One Rally Championship. Ja, ich denke, das heißt so, Mobile One Rally Championship. Das ist das erste Let's Play, das ich auf dem PC mache. Und bin doch recht nervös. So, und jetzt noch kurz ein Test. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das ist zum Anpassen der Funktion mal anschauen. Viele Details, abhängig von alles eingestellt. Nationalität, Teil, könnte auch Schweiz einstellen, habe ich Italien eingestellt. Kamera, Autonummer, Beifahrer, Zugbelung habe ich auch ausgemacht. Links, rechts, hoch, runter, Beschleunigen, Bremsen, Anbremsen mit Y. Hochschalten Q und schalten ab. Licht mit L, Kamera funktioniert mit B. Pause P und Reset R. Ja, für keine Stellung sollte überall auf dem höchsten Level sein. Alles eingestellt hier. Animation nicht. Audio Setup so eingestellt. Außer Ingames Musik, das habe ich ausgeschaltet. Nervt mich einfach. Auflösen habe ich eigentlich überall für besser die geht genommen. So, damit fange ich schon mal an mit einer Rallye. Es gibt hier verschiedene Wettbewerbe, nämlich Einzel, Mobile One Meisterschaft, A8 Rallye Meisterschaft, Arcade oder Zeitfahren. Ich fange zuerst mit Arcade an, denn Mobile One Meisterschaft ist relativ schwer und es geht sowieso nur mit der A7. Schaut ihr lieber zuerst die anderen Autos frei. 1, es gibt 6 verschiedene Spuren. Ich mache nur halbautomatisches Getriebe. Also es ist einfach ein Start alleine. Glaube ich. Halbautomatisch, ja. Stell es jetzt mal ein. Wählen kann ich hier mehrere Autos. Gruppe A7 haben 2 Liter Saugmotoren. Und dazu gehören ein Seat Ibiza, ein Renault Megane, Volkswagen Golf, Hyundai Coupé, Volkswagen Astra, Ford Escort, Skoda Octavia und Nissan Almera. Dann gibt es noch A6. Die haben 1600 Kubik. Das war auch Super 1600 genannt. Dazu gehören ein Peugeot 106, ein Citroën Saxo. Honda Civic, Proton Compact, Skoda Felicia. Und dann gibt es noch die A5 Klasse, die haben noch weniger Hubraum. Ich glaube, der Ford Puma hat 1400 Kubik und der Nissan Micra gar nur 1300 Kubik. So, welches Auto nehme ich? Ich glaube, ich nehme den Hyundai. Ihr seht, ich habe schon mal versucht, hier unten sind wir jetzt an der Bestzeit, Top Speed. Ich habe hier mit der manuellen Schaltung gearbeitet, aber musste bei der letzten Prüfung aufgeben, weil ich einen Drehtrick hatte und nicht mehr vorwärts gekommen bin. Und außerdem habe ich irgendwie Probleme gehabt mit dem Schalten. Deshalb gehe ich jetzt auf halbautomatisch. Die erste Prüfung ist mit Ford Sodrick. Startzeit 17:30 Uhr. Alles auf Asphalt, gute Bedingungen, Start an einem extrem warmen und sonnigen Nachmittag. Die erste Wertung für das letzte Lauf der Serie. Ja, in der Meisterschaft ist es der letzte Lauf und wäre auf umgekehrte Richtung. Die erste Wertungsprüfung des letzten Laufs der Serie ist repräsentativ für die Fans. Zugleich eine harte Prüfung. Sie beginnt an einer malerischen Brücke und verläuft für einige Kilometer am Meer entlang, bevor sie landeinwärts auf schnellen Straßen zum Ziel führt. So, dann stürzen wir uns jetzt Vergnügen. Zum Aufnahmeprogramm, ich verwende MSI Afterburner. Und ich denke, momentan kann ich nicht zufrieden. 5, 4, 3, 2, 1, los! 50, lange rechts 1. 100, runter, Brücke in links 2. Dann
mal aufs Gas. 200, links 1. Ja, das fängt ja schon mal super an. Geht wirklich gut. Sehr gut. 50, links 4, in rechts 2. 250, links 2, nach, Abzweig. Zweig. 100, lange, links 1, über Brücke. 250, rechts 2, in lange Gerade. Sind die Strecken momentan noch recht breit. Ich habe es noch schnell das Licht eingeschaltet. Erfahren, 400, Achtung, Licht. Heuballen, nach, Abzweig. Über Kuppe. 250, links 2, in rechts 4, in links 3. Links 1, 50, rechts 3, 30, links 1, 400, rechts 1, 70, 90, rechts, Abzweig, 100, links 1, 190 rechts, 50 unter Brücke, 100 links 4, 50 links 2, 70 links 3, Abzweig in rechts 2, 400 links 2. Also muss man sich den Weg einfach so bei Rammen. Manchmal einfach nötig. 30, rechts 4, in links 2. 70, links 2. 50, rechts 5, nach, Abzweig. 150, links 4. Durch Tor. 100, rechts 4. 150, links 4. 250, rechts 5. 70, links 4, in rechts 2. 150, lange, links 1. 150, lange, links 2. 50, rechts 5, in wow. Links 2. Brems, ja. Ich muss mich hier einfach 70, rechts 3. 150, lange, links 1, durch Tor. Das war nicht gut. Logisch. Passt ja. Hey, das ist nicht fair. So weit, 150, lange, rechts 1, über Kuppe. 200, links 1. Wollte nicht richtig am Laufe. 150, links 1, über Kuppe, in rechts 3. 50, links 3. Nein, nein, nein. Schon wieder, toll.
fängt toll an. 70, rechts 1. 50 über Kuppe. 100 unter Brücke. 50 über Ziellinie anhalten. Naja, hätte weitaus besser laufen können. Da bin ich selbst schuld. Aber müsste ja trotzdem noch machbar sein. Ich habe vorher bei den anderen Stages viel mehr Fehler gemacht. Wenn die erste also schief geht, ist das nicht so schlimm. Wobei, ich war wirklich eine halbe Minute langsamer. So, nächste Prüfung wird Balagir. Scheiß 18.20, Asphalt 99%, Matsch 1%, Temperatur 29 Grad. An der Küste etwas windig, aber noch sehr heiß. Motortemperatur beachten. Nach dem Start vor den Toren der Stadt Piel verläuft die Prüfung über schnelle, enge Straßen. Wird auf E-Kilometer finden auf breiten Hauptstraßen statt. Einige bekannte Namen der Meisterschaft sind hier in den letzten Jahren ausgeschieden. 1997 auch Windorf Evans und Alistair McRae, seines Zeichens der jüngere Bruder von Colin McRae. Okay, dann warten wir, bis die Stage geladen ist und fangen dann an. Licht einschalten. 5, 4, 3, 2, 1, los! 150, rechts 1. 1 links 1, in rechts 2, in links 2, 70, rechts 2. 30, links 4, Abzweig, 70, rechts 1, in links 2, in rechts 1, 70, links 2, in rechts 2, Platz 7, 30, links 1, in rechts 3, 30, Achtung, Löcher, in links 3, 30, rechts 2, 50, links 1, 30, links 2, in rechts 4, 70, rechts 2, 100, links 1, 50, links 2, 30, 90, links, Abzweig, 250, rechts 2, 400, Schikane,